Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Ihr kennt ja sicherlich noch Böse Nachbarn 2 von mir, oder? Jetzt spielen wir Böse Nachbarn 1. ja, ich hab Bock drauf, tatsächlich. Also, sehr viel Bock. Ich finde diese Böse Nachbar-Spielereihe, sag ich mal, sehr geil. Hab ich immer sehr gern gespielt. Und ja, ich hoffe, das geht vom Sound her. Ich denke schon, da kann ich ja sonst anders umstellen im Nachhinein. Ja. Wir spielen Böse Nachbarn 1. Wir starten. Ich hatte schon bis, ich glaube, Staffel 2 gespielt oder so. Naja, wir haben hier erstmal wieder Tutorial-Level. Dann haben wir alles nach Staffeln aufgeteilt. Und ich versuche natürlich wieder 100% in jedem Level zu schaffen. Kann aber dann passieren, dass es nicht sofort so sein wird. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die Einführung machen wir jetzt alle drei Einführungslevel und ob ich dann pro Part ein Level mache, also eine Folge so gesehen. Ja, wir starten, würde ich sagen. Aller Anfang ist schwer, wenn Sie das Handtuch schon komplett durchgearbeitet haben. Handbuch, achso, nicht Handtuch. Ups. Können Sie jetzt noch ein wenig auf dem Trockenen üben. Hier können Sie ausprobieren, wie Sie Woody Kommandos geben, wie Sie ihn durch Türen gehen und Stockwerke wechseln lassen. Versuchen Sie zuerst diese Einführung, bevor Sie sich Hals über Kopf in die erste Folge stürzen. Tipp, passen Sie gut auf, was der Regisseur zu erzählen hat. Danach ist alles gleich viel leichter, alles klar. Starten wir. Diesmal sind wir nicht im Urlaub, sondern in dem Haus des Nachbarn tatsächlich. Böse Nachbarn in die ersten Schritte. Willkommen bei der Böse Nachbarn Show. Ich bin Joe, der Regisseur dieser Sendung. Der Regisseur dieser Sendung, so. In den folgenden 3 Einführungsfolgen werden Sie lernen, wie Sie mit Woody, dem Helden der Show, dem Böse Nachbarn, Streiche spielen können. Sie können Woody mit der Maus Befehle erteilen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger auf die gewünschte Stelle bzw. das Objekt, zu dem Woody gehen soll. Wenn Sie nun die linke Maustaste betätigen, Linksklick, dann führt Woody die Aktion aus, die textlich in der Statusanzeige angezeigt wird. Gehe zum Zielpunkt. Schicken Sie Woody jetzt bitte zum ersten Punkt. Das ist die grüne Bodenmarkierung vor ihm. Wunderbar, um zum nächsten Zielpunkt zu gelangen, müssen Sie Woody durch die inzwischen unverschlossene Tür in den Raum A gehen lassen. Klicken Sie hierzu bitte mit der linken Maustaste auf die entsprechende Tür. Es ist sehr schwer, Kann ich das so? Ja, okay, dann kann ich das so machen, nice. Sehr gut, auf Ihrem Bildschirm können Sie immer nur einen Ausschnitt des Hauses sehen. Sie können diesen mit der Maus oder den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur verschieben. Die Aktion wird auch Scrollen genannt. Scrollen. Scrollen Sie doch einmal nach links und schicken Sie Woody zum zweiten Zielpunkt. Türen an der Hinterwand verbinden immer Stockwerke, wobei zusammengehörige Türen direkt übereinander liegen. Um Woody nun zum dritten Zielpunkt zu schicken, können Sie entweder auf die Tür an der Hinterwand und dann auf den Zielpunkt klicken oder direkt auf den Zielpunkt im Raum B. Achso, ne, gehen wir erstmal durch die Tür, ne? Klicken jetzt auf den Zielpunkt. Bravo, Sie haben die grundlegenden Elemente der Steuerung Woodys gelernt. Sie können nur zu Objekten durch Türen und in andere Räume gehen. Lassen Sie Woody jetzt bitte durch die Eingangstür aus dem Haus gehen, um die erste Einführungsfolge zu beenden. Yeah. 100%. Geil. Level 2, es geht voran. Tipp, Woody darf sich vom Nachbarn unter keinen Umständen erwischen lassen. Achso. Weiter geht's. Jetzt, wo Sie die grundlegenden Bedingungen kennen, können Sie sich den Feinheiten widmen. Was sind Objekte? Wie kann man sie finden? Wie platziert man einen Streich? Und auch der Nachbar kommt jetzt endlich ins Spiel. Spielen Sie ihm den ersten Streich. Sehen Sie, wie sehr er sich ärgert. Und der zweite folgt sogleich. Ah, okay. Zweiter Streich. Alles klar, Leute. Okay.
Hallo, hier ist Joe. Ich werde Ihnen diesmal einige Aktionsmöglichkeiten Woodys zeigen. Sie können Woody in jeder Folge wichtige Objekte betrachten lassen, indem Sie den Mauszeiger auf das Objekt bewegen und die linke Maustaste drücken. Probieren Sie das gleich einmal bei der Pflanze aus. Alles klar. Die Pflanze riecht gut, okay. Gut, in Schubladen, Kommoden und anderen Möbelstücken sind oft nützliche Gegenstände versteckt. Alle gefundenen Objekte werden automatisch in das Inventar am unteren Bildschirmrand gelegt. Links klicken Sie jetzt bitte auf die Kommode, damit Woody sie öffnet und nachschauen kann, ob etwas da drin verborgen ist. Alles klar. Ausgezeichnet, Woody hat etwas gefunden. Um diese neu entdeckten Objekte im Inventar genauer zu betrachten, bleiben Sie einfach mit dem Mauszeiger einige Zeit über dem Objekt stehen. Mit Gegenständen aus dem Inventar können Sie andere Objekte beeinflussen. Links klicken Sie bitte auf den Filzstift, der dadurch hervorgehoben dargestellt wird, und benutzen Sie diesen mit dem Bild in Raum A im oberen Geschoss, indem Sie nochmals auf das Bild klicken. Alles klar, okay. Dann Murmeln und Filzstifte. Okay. Machen wir das erstmal. Wunderbar, ein Fortschrittsbalken über Woodys Kopf zeigt Ihnen die Dauer einer Aktion an. Wenn Sie Woody während einer solchen Aktion eine andere Anweisung geben, wird die Aktion abgebrochen und somit nicht abgeschlossen. Lassen Sie Woody wieder zurück ins Untergeschoss gehen, damit der Nachbar losmarschiert. Alles klar. Jetzt geht er los. Oh. Bein, der Nachbar ist nun unterwegs. Auf dem Weg zur Tafel wird er... Achso. Wenn sich der Nachbar ärgert, bekommt Woody Punkte zu einer Quote dazu. Rechts unten. Achten Sie auch auf das Bild des Nachbarn links unten. Wenn er in eine Falle tappt, steigt sein Ärgerbalken, der danach langsam wieder absinkt. Wenn Sie den Nachbar in eine weitere Falle tappt, bevor dieser Balken komplett abgesunken ist, bekommt Woody zusätzlichen Bonus. Lassen Sie Woody jetzt bitte die Murmeln auf den Boden in Raum B legen. Aber passen Sie auf, dass Sie der Nachbar nicht erwischt. Okay. Und nee, warte mal, das starten wir nochmal neu. Hätte ich das früher gelesen, schneller gelesen, dann hätten wir das gerade schon mal zu 100% geschafft. Deswegen machen wir das jetzt kurz nochmal. Ich will ja alles 100% schaffen, ne? Yeah. Schon mal 50. 50% geschafft. So, jetzt können wir uns bewegen und schon mal die Murmeln in Raum B legen. Und wieder runtergehen. Genau, bravo. Jetzt lassen Sie, genau. Gehen Sie wieder in Raum C. Sehr schön, ein kleiner Tipp. Achte immer auf die Gedankenblase des Nachbarn, um zu wissen, wohin er gehen und mit welchen Objekten er etwas anstellen möchte. Diese Gegenstände eignen sich oft gut für Streiche. Genießen Sie nun, wie der Nachbar dem Murmeln ausrutscht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben 100%. Nice. Dip, 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 dip. Sehr gut. Und die letzte Folge der Einführungsfolgen. Wenn Sie die rechte statt der linken Maustaste verwenden, schleicht Woody beim Gehen. Ah. Cool. Zum Abschluss der Einführung bietet Ihnen Joe noch einen kleinen Ausblick auf spätere Folgen. Wie kommt man an Haustieren vorbei? Wie kann man sich verstecken? Das lernen Sie alles hier. Auch wenn Sie nach diesem letzten Teil der Einführung fast alles wissen sollten, ein Blick in das Handbuch kann nie schaden. Haben wir ein Handbuch? Hallo, im letzten Teil der Einführung lassen Sie ein paar vielfältige Möglichkeiten Woodys kennen. Erlernen Sie ein paar vielfältige Möglichkeiten kennen. In späteren Folgen kommen auch Haustiere des Nachbarn ins Spiel. Wie Sie gerade sehen können, kommt der Nachbar gelaufen, wenn ein Haustier Alarm schlägt. Ja. So, um zu vermeiden, dass ein Haustier Alarm schlägt, müssen Sie Woody an dem Tier vorbeischleichen lassen. Dazu müssen Sie statt der linken die rechte Maustaste für Aktion verwenden. Ein Rechtsklick auf den Boden, auf deine Tür oder ein Objekt bewirkt, dass Woody dorthin schleicht.
Dort kann er dann allerlei anstellen, ohne dass die Haustiere Alarm das Haustier Alarm schlägt, okay. Gut, dann nehmen wir erstmal die Murmeln hier. Nun lassen Sie Woody auf diesen Boden in Raum, diese auf den Boden in Raum B des Obergeschosses legen. Statt der linken. Wir können erstmal noch die rechte nehmen, bis wir durch die Tür gehen. Genau, und jetzt linke nehmen und jetzt die rechte. Und rechts. Jetzt wieder wegschleichen. Okay. Da der Nachbarn kürzer durch Raum C gehen wird, sollte sich Woody im Schrank verstecken. Solange sich Woody im Schrank versteckt oder unter dem Bett verbirgt, können der Nachbar und die Haustiere Woody nicht sehen. Er ist also in Sicherheit. Links klicken Sie auf den Schrank, damit sich Woody darin versteckt. Alles klar. Glückwunsch, der Nachbar wird sie nicht bemerken und gleich auf den Murmeln ausrutschen. Damit haben sie alles gelernt, was nötig ist, um dem Nachbarn heimzuzahlen. Um es dem bösen Nachbarn heimzuzahlen, okay. Somit kann die böse Nachbarshow beginnen. Haha. Ooh yeah. Nice. Okay, wir haben eigentlich noch Zeit für eine Folge, ne? So, würde ich meinen. Oder? Ich weiß nicht. Naja, nee, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Böse Nachbarn-Folgen sind immer relativ kurz, tatsächlich. Aber gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge Böse Nachbarn, die Einführungsfolgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!